38 Jahre alt ist Miroslav Klose mittlerweile. Sein Karriereende, daher auch keine große Überraschung. Auch wenn er selbst mal gesagt hat, er will so lange spielen, wie er seinen, Zitat, Kadaver über den Platz tragen kann. Überraschend für die Öffentlichkeit ist viel eher, dass Klose nahtlos als Trainer-Azubi beim DFB anfängt. Intern allerdings war das schon lange ein Thema. Ja, wir hatten ja schon länger mal Kontakt mit Miro und haben in den vergangenen ein, zwei Jahren häufiger mal mit ihm gesprochen. Ich habe ihn ab und zu mal getroffen im Urlaub auf Sardinien. Wir haben mal so Gespräche geführt und er hat eigentlich immer gesagt, nach seiner Karriere würde er gerne vielleicht auch mal ein Trainer werden und das macht ihn oder hat Interesse dafür. Und Hansi Flick und ich, wir haben immer gesagt, natürlich, wir würden uns freuen, wenn er beim DFB beginnen würde. Der Neuanfang beim DFB ist für Rekordmann Klose die Rückkehr in seine eigentliche fußballerische Heimat. Joachim Löw hat nie an ihm gezweifelt, immer auf ihn gesetzt, auch in schwierigen Phasen seiner Karriere. Jetzt soll Klose seine Erfahrungen weitergeben. Wir garantieren ihm auch eine gute Ausbildung, dass er die Trainerscheine machen kann und dass er eben auch verschiedene Abteilungen durchläuft. Aber der Miro hat auch eine klare Aufgabe. Ich glaube, er hat viel Erfahrung als Spieler, gerade als Stürmer. Und das ist für uns schon auch nochmal, glaube ich, auch bei der Nationalmannschaft eine wichtige Hilfe, weil er beobachtet das, wie verhalten sich die Stürmer, was machen sie falsch. Und er ist eben auch ein Vorbild für junge Spieler. Wir werden ihm die Möglichkeit geben, nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern eben auch in den U-Bereichen oder eben auch im Akademiebereich dort auch konzeptionell und auch tiefer zu arbeiten, sich ein Bild zu machen. Konkret bei der Nationalmannschaft wird er uns sicherlich den einen oder anderen Tipp geben. Ich glaube auch für den einen oder anderen Spieler eine Hilfestellung sein. Auch seine langjährigen Mitspieler trauen Klose in der neuen Rolle einiges zu. Ja, warum nicht? Also er hat genügend Erfahrung, war immer einer, der sich auch Gedanken über das Spiel gemacht hat. Warum soll das nicht funktionieren? Ich denke, dass er da schon viel im Kopf hat, dass er den Kindern oder auch dann den Spielern beim DFB vieles vermitteln kann von seiner Erfahrung, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Viel Lob also für den Trainerneuling von allen Seiten. Nur einen Nachteil hat Kloses neue Rolle. Ich befürchte, er wird meine Springerposition im Training übernehmen. Also bis jetzt durfte ich ja mal, wenn ungerade ist, noch mal hin und wieder mittrainieren. Also wird der Miro da auch diese Position übernehmen.